Wir spielen jetzt gleich Stadtland Fluss mit eigenen Kategorien, die wir uns selber auch zusammensuchen. Ist ja wie immer so, ne? Chat ist Schiedsrichter und Chat, ich würde euch darum bitten, dass ihr das wirklich akribisch erledigt und dass ihr auch guckt, ob Dinge wirklich korrekt sind, wenn ihr das bewertet und nicht einfach alles fresst, was euch Brücki irgendwie vorwirft zum Beispiel. Wenn der sagt, nee, das gibt's, dann müsst ihr nicht automatisch sagen, ja, stimmt, Brücki hat bestimmt recht, sondern ihr könnt aber nachgucken. Aber man kann auch seinen eigenen Streamer hinterfragen. Richtig, richtig. Okay. Wir schauen. Velociraptor mit V. Monster in Mythen, Valkyrie. Waffen in einer Zombie-Apokalypse. Keine Ahnung. Finde ich sexy. Ja, ey. Bitte weggucken. Also, was soll ich denn da auch reinschreiben mit V? Stadt Verona. Essen. Was nehmen wir denn? V. Mann, ist mir das schon wieder unangenehm. Ein Gaming. Was gibt's denn Gaming? Gaming-Vogel. Ein Essen mit V. Land. Vietnam. Dinge, die ihr auf dem Nachttisch haben sollte. Wasserflasche. Zählt doch, oder? Ein Gaming-Ventilator. Und Essen nehmen wir. Warum fällt mir da gerade gar nichts ein? 4 Käsesorten. Pizza. Geil. Dinge, die man auf dem Nachttisch haben sollte. Was habe ich denn auf dem Nachttisch? Hier so eine Mehrfachsteckdose, eine Leselampe und eine Fernbedienung. Aber das ist F, nicht V. Vic Medi-Night. Aber das schreibt man so, oder? Schreibt man Vic Medi-Night mit W? Ja, ne? Wasserflasche. V ist sehr schwer. Ja. Oh, ist das doch, wie Velociraptor geschrieben wird? Ach. Keine Ahnung. Ich war so, hä, das ist doch bestimmt falsch. Ja. Wie macht man das jetzt, dass ich eigentlich das gleiche habe, aber es halt mit einem Y statt einem I? So. Ich hab's halt auf Englisch geschrieben, ne? Ja, ich kann das so anklicken einfach. Ich hab da. Der fucking so, Velociraptor, okay. Alter. Der Virex. Der V-Rex ist gut. Wie ein Dino, oder nicht? Ja. Der V-Rex. Der V-Rex. Der alte Bekannte. Stimmt, ja. Ist aber, glaube ich, keiner. Laut Chat zumindest. Ja? Ach. Aber die sind ja auch keine Archäologen. Oh, Vettel ist so gut. Holy shit. Warum ich keinen? Alter, da habe ich gerade mich so gefreut, dass mir eingefallen ist. Was ist denn Vettel? Das ist wie so eine Hexe quasi. Oh, ich dachte, das ist ein Formel-1-Fahrer. Gibt's, glaube ich, auch. Vierling ist ein Monster mit 4 Köpfen. Chat, kann. Könnt ihr ruhig googeln. Ein Vierling? Google das doch. Ganz kurz, Van Helsing, warum steht das da, Brücki? Warum greifst du mich an? Weil Van Helsing ja eigentlich nur dieser Film ist mit Hugh Jackman, wo er einfach so einen Vampirjäger spielt, no? Na, aber Van Helsing ist nicht nur ein Film. Van Helsing ist ja auch eine Mythe darum. Ist das so? Minty und Brücki in einer Runde ist wirklich immer ein Highlight. Ich frag ja nur. Mit ich würde es schon auch nochmal hinterfragen. Ich mach weiter. Van Helsing, seid ihr euch sicher, dass das wirklich zu Monster und Mythen zählen sollte? Aber ist das nicht so ein Mythos von Helsing oder so? Also so ja, safe. Der ist doch der hatte Dracula, der hat mit Männern und Monstern zu tun. Das wird schon stimmen. Oh lol, wie hat eigentlich niemand von uns Vampir? Oh mein Gott, ja. Ich glaube, weil jeder dachte, dass es die anderen Leute haben werden, ne? Was ist ein Vierling? Nee, ich bin noch nicht rum. Das ist ein Monster mit 4 Köpfen. Aber kann man dann zum Beispiel bei Monster und Mythen auch Sherlock reinschreiben? Weil Sherlock ist ja auch Buchcharakter und nee, so. Es soll schon, also sollten Fabelwesen halt im Endeffekt sein und einfach kein Mythos oder so. Eck van Helsing macht Jagd auf Vampire. Alter. Oh, das habe ich vergessen. Lol. Ich bin heute eher Englisch unterwegs. Ne, okay, ja, aber ihr habt auch keine guten Sachen, ne? Vacuum Cleaner. Vacuum Cleanser. Oh mein Gott, ich habe Cleanser geschrieben. Na, komm, whatever. Junge, ich habe gerade noch ein Lied gehört mit dem Vacuum Cleaner. Siehst du? Ich glaube, wir müssen unsere Chats noch mal ganz kurz ein bisschen einweisen, oder? Weil ich glaube, ich sehe jetzt keine direkte Waffe. Ja, alles also, kann zur Waffe werden. Was man als Waffe benutzen kann halt. Ja. Gegen einen Zombie. Also. Stell dir mal vor, du bist mit einem Zombie in einem Raum und es gibt nur ein Vogelhaus. Bist du das dann nicht als Waffe? Aber es ist ein Pein, es steht im Garten, es ist so eins auf so einem Stock. Aber da gebe ich Brücki schon recht, das funktioniert natürlich nur, wenn der Chat auch so ein bisschen akribisch ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also Vogelscheuche, Vacuum Cleaner, Vuvuzela und Vogelhaus auf dem Stock. Ist alles sehr wild. Ist alles. Aber da geht es ja auch um Kreativität. Ne? Ja, also wenn Vacuum Cleaner rausgewortet wird, dann zählt Vogelscheuch aber auch nicht. Warum denn? Vacuum Cleaner hast du immer da. Das ist so eine krasse Waffe. Eine Vogelscheuche nicht, oder was? Nee. Wo hast du denn eine Vogelscheuche? Das ist ein Staubsauger, aber. Ach so. Ich bin mit einer zusammen. Boom! Vakuum, aber nicht mehr lange. Du stehst auf der Couch. Okay, scheiße. Ihr lasst echt alles durchgehen, ne? Insane. Vielleicht haben sie einen guten Tag heute. Vielleicht wollen sie uns eine Freude machen. Chat, vielleicht fängt Chat einfach sehr simpel an. Ja, Chat hat einen richtig guten Tag und wollte einfach nur meine Sachen raus. Chat ist nicht so tryhard heute. Hey, wenn ihr wie raus wollt, ja, stimmt. Chat. Vlesk war. What the fuck? Ja. Wie ist ja wohl richtig sexy.
Ihr Hater. Genau. Ist also Lindas Antwort finde ich gut, muss ich sagen. Naja, bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Also, ja, wenn das schon faul ist, dann... Das lag auf der Hand. Niemand drauf ich gekommen ist. Auch sehr da werde ich rot. Und das sollte nie rausgebuddelt werden. Ist das so eine Sache, wo wir ehrlich sein müssen eigentlich? Mhm. Daniel. Okay, gut. Nein, ich mach nur wegen... mal dein Maul halten mal ganz kurz? Nein, ich meinte nur wegen, was ein eigener Körper ist. Venedig. Let's go, Toni. Mir ist auch nichts anderes eingefallen, bin ich ehrlich. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Was ist Venlo für eine Stadt? Venlo ist in Holland. Genau, da fahren alle immer rüber, wenn sonntags die Läden zu haben. Trauma. Ja. Weiter ganz so ein NRW-Ding wieder, ne? Mhm. Aber nicht alle kiffen. Da gibt's auch ein Outlet in Venlo. Toni! Ist doch voll die gute Runde für mich. Ich Brücki. Oh mein Gott, Vanillekipferl ist ja so OP. Wie kann es denn sein, dass wir bisher Vulva, Venushügel und Vaginas hatten? Junge, das liegt an dem V. Ja, ja, es gibt halt so wenig, ne? Aber warum ist das alles mit V, was so das weibliche Geschlecht irgendwie... Also wegen der Venus wahrscheinlich, oder nicht? Aber, ja... Aber Vagina und Vulva? Ja, vielleicht zu dem, Mann, und einfach gesagt, fang einfach mit alles mit V an. Vogelbraten nicht essen. Vogel. Hey! Warum habt ihr Vlesk. Okay, ja. Ich sehe, warum das gedauert wird. Aber es ist natürlich trotzdem ein lecker Schmecker. Ne? Hoffentlich. Gaming Vlesk. Ja. Das stand bei mir auch erst. Ja, aber Vlesk nehmen sie gar nicht. Das geht sofort raus. Weg, weg. Merke ich mir. Was Gaming. Eine Gaming-Villa hat. Ja. Ja, kann der aber auch Gaming Villa. Englisch krass. Jetzt unterwegs, ne? Gaming-Verbot, Gaming-Ventilator. Ja, mein Brücki ist richtig ein bisschen international gerade. Brücki, erklärst du kurz, was die Gaming-Vintage-Lights sind? Na, die sind halt so oldschool, klassisch RGB, weißt du? Die kann man sich so, die anmachen und die sind so Vintage-Style einfach. Wenn man die gerne hat, dann kann man die kaufen. Vote das bitte raus, danke. Ja, gibt's jetzt mal Verbot, ne? Auf meinen Nacken. Ja, Gaming-Verbot, aber Gaming-Verbot ergibt wirklich. Macht das doch mal jetzt rot, na geht doch. Hallo. Ja, Verbot ist auch stark. Ja. Gaming-Ventilator natürlich auch sehr gängig. Man kennt ihn. Blesk. Wir sind fertig. Junge, Vietnam. Das ist meine Runde. Wie in jeder Kategorie, fast in jeder Kategorie mindestens immer Blesk vorkommt. Ja. Und ich wollte Wasserflasche schreiben und mir ist nichts eingefallen. Junge, der Brück, Mann. Ich komm auf. Sofort rot, Mann. Ich habe wirklich Vaseline auf meinem Nachttisch. ja, aber geil. Vaseline auf dem Nachttisch, stimmt, ich auch, lol. Mach das jeden Abend noch die Lippen drauf. Ich hab so durchgezählt, was ich alles auf dem Nachttisch habe. Genau Vaseline habe ich vergessen. Das ist auch nicht, ich habe auch nicht dran gedacht. Ich habe so einen Topf. So ein Vaseline-Topf einfach auf meinem Nachttisch. Topf? Der nie leer wird, ja. Ja, bei mir ist das auch so eine fette Packung seit 3 Jahren oder so. Die wird nie leer, da bin ich jetzt schon sicher. Die werde ich meinen Enkelkindern noch vererben. Ja. Vanilleduftkerze ist auch gut. Verbandskasten ist auch wichtig auf dem Nachttisch natürlich. Aber Vanilleduftkerze klatscht auch ganz schön dolle, glaube ich, im Schlafzimmer. Mhm. Wenn man so Kopfweh hat, lieber nicht. Wenn es durchkommt, kommt's durch. Brück mal mit der Vaginalsalbe, ne? Chips, wenn man ja, das wenn man durchgekommen krank ist, das ist doch eher. Drauf, Verbandskasten ist mal ganz schnell ruhig. Brücki sehr monothematisch unterwegs. Einfach überall Vagina reingestellt. Wenn man einmal Vagina kann, kann man nicht mehr aufhören. Ich freue mich schon auf die Runde mit P. Ja. Ja. Penissalbe. Juli 75 Punkte. Richtig gecashed. Oh ja, lecker. Ich würde Monster und Mythen einfach mal zu Fabelwesen tauschen, damit wir da nicht so voll offen sind. Oh. Ja, gerne. Ja, selber schuld. Sehe ich jetzt nicht, warum ich da selber schuld bin, aber gut, musst du wissen. Ja, weiß ich nicht, ich wollte einfach jetzt nicht diesen Stöhner haben. Ich wollte einfach, wir machen nächste Runde und... Whatever. Ja. Brücke einfach überall Boobs. Dinosaurier, Brontosaurus. Hey, es geht sogar. Dinosaurier dachte ich ein bisschen nerviger. Waffen, Bohrmaschine vielleicht, finde ich sexy. Brücke. Stadt, Bremen, Essen, Brotsuppe, Gaming... Land machen wir Burundi oder so. Dinge, die man auf dem Nachttisch haben sollte. Bartöl, Fabelwesen, nehmen wir den. Was haben wir denn für ein Fabelwesen B? Keine Ahnung. Gaming B, Gaming BC, Gaming Laptop, Gaming Tastatur, Gaming Maus, Gaming Controller, Gaming Bildschirm. Bildschirm ist, glaube ich, relativ easy. Fabelwesen. Bantu. Gibt's nicht. Ist mir egal, fällt keinem auf. Kack, das heißt Brontosaurus. Ja,
Brachiosaurus. Ich meinte der Brontosaurus. Tunsen sind wir einfach ein Mix aus beidem. Stimmt. Ja. Er hat was mit den Bronchen. Ja, das ist der Brachiosaurus, der was mit den Bronchen hat. Stimmt, der ist ja, der muss zum Hanoarzt. Ja. Der Arme. Der mit den Bronchen, ja. Ja. Und Chitosaurus. Ja, Brachio, Brachio, Bronto. Waffen in einer Zombie-Apokalypse. Bohrmaschine, ein Bus. Naja, ja. Ja, schießen wir jetzt gegen oder nicht? Ne, ich würde mal sagen, ich will mal nicht. Brechstange, Baseballschläger und Ball. Stopp, stopp, stopp. Der Bus, damit überfährt man die Zombies. Voll oft in Zombie-Filmen, dass man mit einem Bus dann da so hinfährt und die überfährt. Ist es denn eine Waffe oder ein Fahrzeug? Ja, klar. Es ist ja dann ein Fahrzeug im Endeffekt. Ja, aber du kannst doch da vorne auch dann noch so Sachen dran machen zur Abwehr. Ja, aber das ist das, was du ja vorne dran machst, die Waffe und nicht der Bus an sich, oder? Okay, dann fahrt halt nicht mit meinem Zombie-Abwehrbus, wenn eine Apokalypse kommt. Dann müsst ihr selber wissen. Pass auf, jetzt ist übermorgen Zombie-Apokalypse und Lumi lässt uns den Bus einsteigen. Ja. Ah, offensiv, dass nur ich Base geschrieben habe. Naja, müsst ihr wissen. Ah, nein! Alles klar! Oh, oh mein Gott. Okay, dann schreib halt Brücki rein. Es tut mir leid. Weiß ich Bescheid. Das ist schön. Ich finde das toll. Ich hätte da noch nie reinschreiben sollen. At this point. Ja, aber die fängt nicht mit V an. Ich finde es krass, dass die Boobs so krass runtergevotet werden, aber okay, müsst ihr wissen. Kannst bei mir schlafen, Les. Ja, muss ich wahrscheinlich auch. Mit mir zusammen auf dem Boden. Ich komme vorbei. Bin gleich da. Meine Gefühle sind verletzt. Ja. Völlig verständlich. Du siehst auch klasse aus, Linda. Nee, zu spät. Okay. Oh, Berlin hat keiner genommen, genau wie ich es prediktet habe. Perfekt. Ich dachte, das ist so obvious. Chat, warum warnt ihr mich denn nicht vor? Warum sagt ihr denn nichts? Von? Hattest du auch Berlin? Mhm. Oh, danke, Toni. Love you. Kein Problem. Bremen, Berlin, Brüssel, Basel, Brüssel, ja. Perfekt, super. Berner Würstchen in vegan. Es ist halt mit Käse drin, Würstchen mit Käse, aber die sind vegan. Was ist denn Brethering? Brethering. Lese ich auch mal so, ja. Oh Mann, ja. Dein Vater und ich waren schon am Bangen. Was? Was? Hä? Hört ihr nicht diesen Satz? Hey, ruf mich bitte an, dein Vater und ich waren schon am Bangen, aber man liest es halt. Ah, ach so. Junge, das war so kontextlos gerade. Ich war so, hä? Das ist halt auch so ein Verleser, das ja, muss man kennen. Ja. Mann, Brücki, such dir dein eigenes Wort. Aha. Oh mein Gott, Gaming Buddy ist so süß. Ich hatte erst Gaming Boyfriend, aber Buddy fand ich dann besser. Gaming Bildschirm ist auch krass. Der verkauft sich sicher teurer. Und die Leute gegen meinen Gaming Booth. Ja, Gaming Booth, da gibt es. Hey, macht übel Sinn. Aber ja, das ist kommt, auf jeden Fall davon. Sinnvoll, ja. Das gibt's. Gaming Booster ist auch gut, aber ist ein Duplikat. Ist Britannien kein Land? Scheiße. Junge, warum der Britannien hält? Ich weiß nicht. Ja, Großbritannien war ja bestimmt nicht immer groß. Groß, ja. Muss ja irgendwann auch mal bei Britannien angefangen haben. Naja, Leute, dann werdet ihr sehen, wenn die Leute euch hassen, wenn ihr mal nicht groß seid, dann wisst ihr, wie das ist. So. Ja, die hole ich auch nicht mehr im Bus ab. Brazilian. Bartöl im Schlafzimmer? Bubatz. Okay. Becher mit Wasser für Durstis, auch süß. Ja, und dahinter dieser Hamster. Hämter. Süß. Hämter. Dem würde ich einen Punkt geben. Sollte. Aber wir müssen so Favorites aussuchen können, sodass man einmal pro Runde so sein Favorite machen kann. Ja, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt. So. Oder genau, so, das wäre. Aber auch so man, wir als Mitspieler. Außer du kannst dein eigenes nicht nehmen. Ja. Dass man immer einen voten muss, außer sich selbst und der wird dann der mit den meisten. Das wäre cool. Richtig gut, weil dann hätten wir selber auch noch was, wo man für voten kann. Mhm. Dann könnte man darüber reden, dass Bartöl auf dem Nachttisch ja auch nicht so sinnig ist. Ne? Ja. Stimmt. Schnell weiterklicken. Brücki, stell dir mal. Ich weiß, dass für dich so körperliche Hygiene nicht so wichtig ist, okay? Aber es gibt auch Leute, die wollen nicht so einen trockenen Bart haben, der dann so die ganze Zeit piekst und die schmieren sich den dann halt mit Bartöl ein. Aber macht man das nicht eher im Bad dann? Die Hände dann auch waschen kann? Im Bett am besten. Damit man dann nicht das ganze Öl im Bett verteilt so? Weiter. Gut, alles klar. Schnell noch gerettet, er. Mit Ruhe geredet. Ja. Eine Bärenolle. Ich hätte gerne Eulenbär genommen, aber so ging leider nur Bärenolle. Biene Maya. Brücke, jetzt pass auf. Weißt du, was es noch gibt? Ein Band. Den Ballrock. Richtig. Ballrock. Stark. Warum hat das keiner von uns? Was ist denn ein Bantu? Oh, ein Ballrock, ja. Ein Bantu ist das Ding, auf dem die Avatar reitet, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich habe geraten. Bantu ist ein Land. Bantu existiert. Angehörige einer Sprach- und Völkergruppe in Afrika. Ja, ist das Gleiche.
Also wenn ihr Bracken rausschmeißt, okay, dann bitte auch den Bantu dann. Ja, Bantu ist Quatsch. Ich habe mir irgendwas hingeschrieben, was nach Fabelwesen klingt. Ich nichts wusste. Warte, was war Bracken gleich nochmal? Aber das war doch auch irgendwas, oder? Ich dachte, das ist in meinem... Aber das ist so ein Monster von Lethal Company, glaube ich. Ah, ich glaube, der Next-Snapper heißt Bracken. Und irgendwie dachte ich, das ist was. Jo. Aber irgendwie war das nur in meinem Kopf. Aber irgendwo anders gibt es Bracken auch noch. Ich weiß gerade noch nicht, woher. Bracken ist eine Hunderasse, apparently. Ich habe es gegoogelt, nachdem ich es eingegeben habe. Das sind wohl auch irgendwelche Landabschnitte oder so. Die Bärenäule. Krass, dass es Biene Maya geschafft hat. Eulenbär. Eulenbär ist das Ding, glaube ich. Nicht Bärenäule. Das hätte ich nicht gedacht. Naja, Eulenbär gibt es jetzt ja, die Punkte nehmen wir da jetzt nicht weg. So, Eulenbär impliziert die Existenz Basilisk, von Bäreneule. Genau. Stimmt, ja. Let's be real. Ich habe erst besser, Bärenmann zu nehmen. Das ist besser einfach was anderes. Ist der oben Bär oder unten? Ja, das entscheidet jeder Bärenmann selber. Verstehe. Gut zu wissen. Alter, ich habe auch 100 Punkte. 100! Ja! Wir sind alle dreistellig. Ja. Perfekt. Lumi auf dem ersten Platz. Wir machen einfach wieder, weiß ich nicht, 5 Runden und dann checken wir, wer gewonnen hat. Dann machen wir nochmal. Deal. Ja, die Biene Maya war wirklich frech, naja. Oh. Ja. Dinosaurier mit K. Keine Ahnung. Waffener Zombie-Apokalypse. Keil. Keine Ahnung, Mann. Finde ich sexy. Kleid. Keine Ahnung. Stadt. Oder, pass auf, Korsett, das ergibt mehr Sinn, ne? Stadt, Cottbus, Essen, nehmen wir die okay, Gaming-Keyboard, Land, nehmen wir KKK, Kirgistan, Dinge, die man auf dem Nachttisch haben sollte, Essen, Kabeljau, Dinge, die man auf dem Nachttisch haben sollte, dann nehmen wir einen Kompass, ein Kochbuch, ja, Kochbuch, warum nicht? Und Fabelwesen ist natürlich der Kobold. Und dann haben wir hier Waffen in der Zombie-Apokalypse, keine Ahnung, Kirchenkreuz oder so. Kreuz, da fällt mir irgendwas anderes rein gleich noch. Aber Dinosaurier, Krokodil, ist mir egal. Ist Quatsch, ne? Das gab's damals schon, ist aber kein Dino. Und auch kein Nachfahr oder so, das sind ja Hühner oder nicht. Es gibt ja noch Bronto, Stego, T-Rex, Velociraptor. Ah, da fällt mir gar nichts ein tatsächlich. Bei einem Dino mit K habe ich gar keinen Plan. Ich sag einfach Kaiman, so. Weiß gar nicht, wie man die überhaupt so schreibt. Er ist wahrscheinlich kompletter Scheiß. Ich hab das gerade im Kopf. Aber mir wird auch sonst nichts mit K einfallen. Und Waffen in einer Zombie-Apokalypse. Klar, Klappmesser. Hier, zack. Ja, also bei Dino fällt mir nichts ein. Ich könnte bei Gaming vielleicht noch gucken, ob mir irgendwas Besseres einfällt. Gaming. Gaming-Kurs. Ist wahrscheinlich leichter als Keyboard. Ein Gaming-Kurs kann man lernen, wie man gamet. Richtig. Muss ich zählen lassen. Kochbuch. Kobold. Junge, das war's ja gar nicht. Das war's wirklich gar nicht. Oh, Krokodil, stark. Gibt's irgendeinen eurer Dinos? Ja. Ja. Meine hat in der Brechzeit gelebt. In der Bronzezeit. In der Bronzezeit. In der Brackenzeit. Da hat der echt lange gelebt, ne? In der Bronzezeit und das ist so ein kleiner Flugdinosaurier. Und wenn ihr den nicht kennt, dann kennt ihr wohl nicht genug Dinosaurier. So. Einziger, was ich finde bei Google, ist Kronosaurus. Ja, genau den meine ich, habe mich nur verschrieben. Aber ist auch aus der Mythologie der Titanen in der griechischen Mythologie. Das ist dann natürlich auch Quatsch. Kaiman und Krokodil sehen aber auch ein bisschen aus wie so Dinos, ne? Krokodile sind ja basically, also die gibt's halt. Nee, die gibt's halt schon seit. Die gibt's seitdem, aber das sind keine Dinos, oder? Aber die gibt's schon so lange. Haben wir dieselbe wie einfach zwei Leute an Klappmesser denken. Das ist ja krank. Unsere Gehirne sind miteinander verbunden. Warum werden die Kasse so gehatet? Wenn, man so, wenn da so ein Zombie auf dem Boden lang kriecht und ich dir dann so eine Kasse dem auf den Kopf donner? Ich hab legit. Stellt euch kurz vor, in der einen Hand eine Kasse, in der anderen ein Vogelhaus im Bus sitzen. So krass. Oder so eine Kasse und das Vogelhaus vorne an den Bus rangemacht. Und du hast jetzt einen roten Punkt auf der Stirn, ne? Weißt du Bescheid? Ich dachte, da stand Käse. Junge, ich dachte, jeder würde Kutscher schreiben. Ich nenne Philipp halt nicht Kutscher, deswegen. Ich wollte von den Namen so ein bisschen weg, weil sonst könnte man einfach mal irgendwelche Namen Ja. Also ich habe kurz drüber nachgedacht, aber ich wollte auch nicht lügen. Entschuldigung, Philipp. Rucki, manchmal kann man auch lügen, ne? Alter, Lumi, das ist so true. Kabelmanagement, Oh mein Gott. Mein Kabelmanagement ist Krise. Mann, ich hab's extra noch umgeändert. Ah, du kannst. Dachte, Junge, Cottbus, ich vergesse jedes. Ich schreibe Cottbus immer mit K. Warum bin ich so? Mann, ich hatte erst Cam. Ja. Chat, warum habt ihr mich nicht aufgehalten? Ich hätte es gnadenlos, dass du runtergevotet bist in den Gulag. Ja. Mein Gott, Kartoffeln. Ja, aber das schreibt mir mit K. Ich bin ja so dumm. Und Kuchen. Krank. Stimmt, Kartoffeln wären eigentlich auch voll simpel gewesen. Ja. Knoppers. Mann, Kreuzkümmel kann man auch essen. Jetzt seid nicht so. Ja. Bisschen Kreuzkümmel vorm Schlafen gehen. Wie ist das? Knoppers ist gut.
wir haben also beide den Kurs. Wir haben, Linda, ich habe extra noch geändert, weil ich mir dachte, Keyboard ist zu offensichtlich. Ja, jeder von euch wird Keyboard haben. Wie kommt ihr denn nicht auf Keyboard? Ich habe nur den Key genommen. Den Gaming-Key ist aber eigentlich auch vergessen. Ja. Was ist ein Gaming-Kult? Stimmt, ja. Da würde ich, gerne kurz drüber reden. Was ist denn ein Gaming-Kult? Es gibt natürlich einen Gaming-Kult, der von den Medien, also es gibt einen Gaming-Kult, würde man ja in den offiziellen alten Medien so nennen. Ja. Ist auch legitim, though. Okay. Ja, gut. Okay. Aber weil Brücke mir sonst Bein gepisst hat, Gaming-Kult, voll scheiße. Was hat das jetzt zu suchen? Warum macht ihr denn Kirgistan jetzt rot, ihr Vögel? Ja, neben Tadschikistan und Turkmenistan. Heißt denn nicht Kirgistan und nicht Kirgistan? Das heißt Kirgisistan oder Kirgistan. Da geht beides, soweit ich weiß. Wo liegt das? Das hat zumindest der selbstlos gesagt. Wo liegt das? So neben Turkmenistan, Tadschikistan und dem anderen Istan. Ach so, unter Russland. Da sind so vier Istans nebeneinander. Also Google zeigt mir nur Kirgisistan an. Nee, das heißt Kirgistan oder Kirgisistan. Geht beides. Ich finde keinen einzigen Eintrag dazu. Guck mal Wikipedia. Guck mal, 100 Pro, das hatten wir schon so oft bei GeoGuessr damals. Benjamin geschrieben, ach Mann. Ben Gaming. Naja, aber wenn ihr... Ey, passt mal auf, wenn ihr was lesen wollt, ne? Abends vom Schlafen gehen. Man sollte ja nicht so viel Handytime haben, bevor man schläft. Man sollte ja nicht so die ganze Zeit über TikTok scrollen. Und denkt euch mal, oh, jetzt muss ich mal überlegen, was ich morgen koche, damit ich nicht zum 17. Mal bestelle. Dann sollte man vielleicht auch mal so ein Kochbuch reingucken. Auf gar keinen Fall ein Krimi. Ja, nice try, Chris. In so ein Kochbuch. Naja. Auf gar keinen Fall ein Krimi, sondern lieber ein Kochbuch. Ja. Kreuz, Amen. Niemand hat die Amen. Kerze, true. Ja, Kreuz, oh, Amen ist auch gut. Mann, ich bin stolz, dass ihm eingefallen ist. Die nicht Killerbiene. Der Krampus. Oh ja, genau der. Das ist ein Krebsmensch, Lumi. Die Killerbiene, der Krebsmensch. Das ist halb Mensch, halb Krebs. Das ist der aus One Punch Man, ne? Krebs. Es ist alles Mensch, außer die Hände, das sind Scheren. Ah. Oha. Ja, dann würde ich so hoch voten jetzt, wenn ich ihr wäre. Ich würde auch die Schere heben, ja. Fand die Erklärung sinnig. Ne? Nach Biene Maya, get ready for Killerbiene. Nee, Kerberos geht auch mit K. Chat. Kerberos geht auch mit K und ich würde ganz gerne, dass der Chat nicht votet, wenn sie keine Ahnung haben. Dankeschön. Ja. Kerberos geht mit C, K oder Z. Das kann man eigentlich machen, wie man Bock hat. Was ist denn ein Kerberos? Das ist der ein Höllenhund mit den drei Köpfen. Nee, der hat keine drei, ne? Oder? Doch. Der hat drei, ja. Echt? Ja, griechische Mythologie, der passt so auf die Unterwelt auf. So, das ist bestimmt von Harry Potter geklaut. Oh, der Rücki auf dem ersten Platz. Genau. Ist so cool, dass ihr wusstet, wie der heißt. Okay, Chad, wenn ich jetzt es noch schaffe, 20 Punkte zu holen, dann bin ich das erste Mal nicht Letzter. Aber Vlesk kriegt ja wahrscheinlich auch noch Punkte in der Runde. Und Vlesk muss 0 kriegen. Vlesk, ich schreibe jetzt nichts rein. Am besten muss Vlesk jetzt die 7. Synonyme für... Rücki, weh, wenn du da Scheide reinschreibst, wirklich. Super, ich bin hier bisher der Erwachsenste, ja? Dinge, ihr habt hier eure... Nur weil du 40 Jahre alt bist. Junge, du hast die ganze erste Runde überall Vagina reingeschrieben, Brücki. Ja. Ja, gefuckt. Wir starten. Stadt. Djibouti. Nee, schreiben wir bestimmt anders, oder? Ach, keine Ahnung. Ich schreibe einfach hier Dortmund. Nee, warte. Ich schreibe Denver. Das ist besser. Das wird keiner haben. Dann Land nehmen wir Demo... Demokratische Republik Kongo. Dinge, die man auf dem Nachttisch haben sollte. Ja, wisst ihr, ich bin einfach jetzt... Ich mach den Dildo rein, weil ich bin jetzt gar nicht mehr... Ist alles über 18 jetzt. Wenn ihr unter 18 seid, geht bitte. Tier, Dodo. Scheidungsgrund. Keine Ahnung. Synonyme für Geschlechtsverkehr. Keine Ahnung. Superheldenname. Diamantmann. Mann. Kannst du ja dann alles reinschreiben. Dinge, die in Paaren kommen. Keine Ahnung. Dominosteine. Weil was bringt dir einer? Brauchst immer mindestens zwei, oder? Ich hoffe, das zählt so. Pizza-Topping, Pilz, Schinken, Diabolo, Datteln. Ich habe Datteln im Kopf, aber das ist ja Quatsch. Tomatensoße. Pizza, Dönerfleisch. Ja, Dönerfleisch zählt 100 Pro. Dönerfleisch ist gut. Scheidungsgrund und Synonym für Geschlechtsverkehr. Was ist denn Synonym für Geschlechtsverkehr? Ach, die deutschen Sachen, die sind alle immer so richtig... Ich finde das... Oh nein. Diddelmaus-Sucht. Ach Mann. Ich habe die Zeit nicht hochgestellt, glaube ich. Und das ging jetzt so viel zu schnell. Die Zeit nicht hochgestellt? Zeit nicht hochgestellt? Ja, der Counter war das nur 5 Sekunden. Ich habe Junge, Düren. Oh lol. Hört auf, Düren runter zu voten. Das ist ein NRW-Ding. Ich war noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig. Ja, ja. Aber wenn jemand fertig drückt, dann
läuft doch die Zeit für alle runter, Chris, oder nicht? Ja, ja, ich glaub, aber ich habe den Countdown vorne auf 10 Sekunden gestellt. Also, dass man noch 10 Sekunden Zeit hat. Und diesmal war es, glaube ich, auf 5, weil ich es nicht umgestellt habe. Naja, Pech gehabt. Ey, wir haben alle unterschiedliche Städte gehabt. Das war, bei D war das... Ich bin ehrlich, ich habe nicht mal an Deutschland gedacht. Naja. Ich auch nicht. So nennt man also Heimatliebe. Stark, ja, die sind gut. Weiter. Oh mein Gott, Alter! Mir ist nichts so eingefallen, schmutzig. Aber einfach die Duftkerze, Leute. Wieso haben wir alle Dildo geschrieben? Ja, ich kann das Duplikat von Lumi nicht anstreichen, leider. Du kannst auch so ein Sternchen hinmachen. Nee, geht diesmal nicht, weil das ist eine Einstellung, die man machen muss. Und ich habe die Einstellung nicht geändert in der Lobby. Aber ist ja nicht schlimm. Okay, du bist halt 5 Punkte mehr, so weiter. Ja, ja, alles gut, ich hab's gefixt. Ja. Toll. Ja, ich wusste nicht, dass ihr alle das habt. So, das war nicht intentional. Ein Dammhirsch. Ja, komm, den gibt's. Es gibt den Dammhirsch. Den gibt's. Google, wenn du den nicht kennst. Ich frag doch nur. Ich sag doch gar nichts. Du bist wohl kein Hirschexperte, wenn du den nicht kennst. Bin ich auch nicht. Scheidungsgrund: Ich wollte Dittelmaus-Sucht hinschreiben, aber ich bin nicht mehr fertig geworden. Dittelmaus-Sucht. Sorry, aber welche kleinen Schmutzfinke wurden hier denn gerade dreckig runter? Ja, also wenn jemand so voll dreckig ist die ganze Zeit. Also, wenn ihr noch nie mit einem unhygienischen Partner zusammen wart, könnt ihr es vielleicht nicht so nachvollziehen, aber es ist tatsächlich ein Scheidungsgrund. Welche Clowns wurden denn Darmkrankheit runter und dreckig nicht? Ja, nee, Brücke, pass auf, es ist ja, bei der Ehe ist es ja so, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, ne, wenn jemand gesund ist und krank ist und so, das ist ja eine Krankheit, sprich, das gilt ja gar nicht als Scheidungsgrund, weil, verstehst du? Wenn man muss ja auch zusammenhalten bei Krankheit. Also wenn man ein Arschloch ist, dann schon, aber... Wenn ich dir jede Nacht ins Bett kacke, bedingungslos lieben würde, dann würde ich das natürlich auch sauber machen. Und das geht nicht durch, ich kann jetzt fast nicht. Okay. Durchnudeln ist so gut. Ja. Da ist mein Gehirn ist für sowas nicht gemacht. Uff, die Alte. Daddeln. Jesus Christus, ey. Dick-Akrobat. Naja. Naja. Aber das hat eigentlich einen guten Klang. Ja. Dino-Man. Drachenmann. Dr. Danger. Ich dachte, ich will den Comic zu Dr. Danger lesen, bitte. Hey, Diamantmann ist richtig cool. Der hat bestimmt so eine Diamanthaut. Dr. Danger ist mein neuer Lieblingsheld. Jetzt jeder Runde Goldmann, Feuermann, Wassermann. Okay, worte das runter. Ich wollte es nicht verteidigen, wenn Blisk es nicht will. Hey, nee. Latte. Diamantmann ist wirklich. Der ist. Diamantmann und Drachenmann. Ist krass. Auf der Suche nach Abenteuern. Nach dem Schatz. Nach dem Dino. Diamantmann und Drachen. Bube. Und der Antagonist, Dino, Mann. Und sie suchen die ersten Hinweise bei Dr. Manhattan. Dr. Danger. Nein. Dr. Danger ist ja so geil. Danger ist mein Lieblings-Superheld. Ja. Dinge, die paaren kommen. Donuts! Ja! Oh mein Gott, Damen-Toilettengänge ist so OP. Man geht wirklich nur zu. Oh, das ist ja wirklich. Oh, dem würde ich sofort ein Favorite geben. Ja, ey, danke. Ja, das ist smart. Aber Donuts ist auch geil. Nee. Doch. Sehe ich nicht. Ich habe vorgestern einen einzigen Donut gekauft. Ja, aber das ist ja auch, du hast ja auch den kleinsten Bauch. Das ist so wie eine einzige Frikadelle. Das ist schon rare. Tu nicht, ich hab's versucht, ne? Was soll ich sagen? Doppelpack ging auch durch, aber ein Doppelpack kommt ja nicht mal in Paaren, weil das ist ja schon ein Paar. Wie haben wir beide denn an Datteln gedacht? Ich weiß nicht, ich hab auch eigentlich auch an Datteln gedacht. Ich habe auch an Datteln gedacht. Aber ich dachte, Datteln ist auch Datteln, so ein geiles Wort irgendwie. Ja, so wie. Warum können jetzt Datteln nicht auf Pizza sein, Oder ich kann. Doch, können wir beide Dönerfleisch haben. I can't bei diesem Chats. Es ist nicht normal. Ja, aber Diabolo ist ja nicht das Topping, sondern so heißt ja die Pizza. Na, dann. Du willst mich ja auch komplett verarschen. Ja. Ich bin der Einzige, der... Ach, ist auch egal. Ist ja auch egal, ist eh auch. So, jetzt scheiße. Kann ich die Einstellung nochmal kurz ändern. Geil. Oh Mann. 10 Sekunden. Perfekt. Und das mit den Sternchen auch noch. Ja, hab ich schon. Hab ich. Okay, klasse. Next round. K. Hatten wir das Hatten nicht wir gerade schon. Ist egal. Ja, aber weiß ja natürlich. Okay, sorry. Machen wir nochmal. Kann man nicht rerollen, geht nicht. Deswegen machen wir einfach nochmal... Cottbus! Nee, Kaiserslautern einfach, scheiß drauf. Land Kirgisistan. Dann nehmen wir... Ich nehme Kirgisistan. Dinge, die du auf dem Nachttisch haben solltest. Klopapier. Wenn jemand eine Darmkrankheit hat, ne, offensichtlich. Tier. Komodo. Varan. Ich glaube, das schreibt man so. Scheidungsgrund. Klaut der Oma Geld. Keine Ahnung. Synonyme für Geschlechtsverkehr. Knattern. Es klingt alles, könnt ihr gerne sagen, was ihr wollt, ne? Aber in Bezug auf Geschlechtsverkehr klingt alles auf Deutsch ultra unsexy.
Superheldenname. Der Kapitän Knochenbruch. So geil, oder nicht? Dinge, die in Paaren kommen. Kamelhöcker. Pizzatopping. Pizzatopping. Gibt's da überhaupt irgendwas? K. Kirschtomaten. Oh ja, Käse wär auch eins, ne? Naja. Wer isst seine Pizza schon mit Käse? Okay. Klaut der Oma Geld. Ich will nicht auf Stopp drücken. Ich mache hier Kuba, weil ich Kirgisistan schon hatte. Ich will nicht auf Stopp drücken, weil ich finde es lustiger, wenn die anderen auch alles haben. Ich gehe mal ganz kurz auf Kabel, ich bin gleich wieder da, können aber weitermachen. Jupp. Campen, Kassel, Kaiserslautern, Kapstadt und Köln. Klingt gut, oder nicht? Hallo? Hallo, weiter geht's. Warum seid ihr alle müde? Hallihallo. Hallihallo. Da bin ich wieder. Ja. Land. Oh. Oh. Warum geht Korea runter? Weil es nur Nord- und Südkorea gibt, nicht Korea. Ja. Was mit Brücki? Ist der da? Der ist muted. Ich bin da. Daniel. Oh. Da ist er. Klopapier. Wozu braucht man Kleber am Nachttisch? Zum Kleber schnüffeln. Er sagt das mit einer Selbstverständlichkeit. Er hatte die Ausrede schon vorbereitet. Das ist doch gut alles ansonsten, oder? Ja, an sich. Oh, als ob, Christian, wie können wir denn beide Komodowaran schreiben? Du kranker Mensch! Geh aus meinem Gehirn raus. In dir kriege ich weniger Punkte, Christian. Katholischer Glaube goes brrr. Krach haben, kein Schmus, klaut der Oma Geld. Kacke essen ist auch, das wäre nicht... Ich meine, du würdest jemanden so richtig lieben und dann auf einmal von einem Tag auf den nächsten würde er einfach Kacke essen oder würde jeden Tag aus dem Mund nach Kacke stinken. Ja. He's a 10 out of 10, but he eats poop. Entschuldigung. A zero. Schon ein bisschen knattern. Ach man. Naja, was soll ich denn sagen? Kannst du es ausführen? Kunstficken ist, wenn du dabei gemalt wirst. Ich glaube, das heißt Warum hört sich das so an, als hättest du das schon mal... Nein, das ist nicht Ackmalerei. Ackmalerei ist das, was Studenten sagen. Aber wenn du das quasi ohne groß Studiosus machst, dann nennst du es einfach Kunstficken. Das weiß ich aus erster Hand. Meinst du Paul? Nee. Ich meine, wenn es gemalt wird. Ich kann erst King Cross machen. Oh mein Gott. Mein Gott, ich hatte auch Kumpelblase stehen und dann dachte ich so, hä, wie geht das ja. Doch, der ist voll der Held. Deswegen heißt King er ja Kumpel. Croc. Ja, Kumpelblase. Bestimmt zum Paralleluniversum, wo Kumpelblase der Held ist und Meerjungfraumann ist der Bösewicht. Was hier Mann, durchkommt. Mann, das war mein Captain America, ihr Hunde! Man schreibt den mit C. Rot. So, Dinge, die in Paaren kommen. Hey, Königspinguine sind... sind Kumpels. Die treu. Ja, die sind Kumpels. Wie nennt man das? Monogam. Die sind immer zu zweit unterwegs. Stimmt, ja. Die schenken sich auch immer so ein kleines Steinchen dann, die Männchen, den Weibchen. Der Chat ist viel zu nett heute. Ist crazy. Oh mein Gott, Kopfhörer! Aber was sind denn Ohrhörer, oder? Weil Kopfhörer sind ja die Dinger, die man oben drauf macht und das kommt ja einzeln. Ich nenne die immer Kopfhörer. Ich sage immer In-Ear-Kopfhörer. Käse. Ey, ich habe so gesagt, es gibt nichts mit K. Ich habe nichts mit K gefunden. Dann ist mir irgendwann Kirschtomaten eingefallen und dann 5 Minuten später so, ach scheiße, Käse. Käse war halt auch so naheliegend. Ich dachte, das hat jeder. Ich habe überlegt, ob ich Kiwi schreibe, aber ich hatte Angst, dass sich das runtergewollt wird. Kiwi? Es gibt so ein Bild von einer Pizza, wo so Kiwi oben drauf ist, so als Meme, aber... Brücki ist immer so kontrovers. Es ist so krass. Der Chat ist so am Haten, ne? Unglaublich. Du arme Die Haters. Maus. Oh, das ist Alter, wie schnell das weitergewollt wurde. Okay. Ich habe nicht gedrückt. Ich habe auch nicht gedrückt. Ach so, nee, dann ist wahrscheinlich die Zeit abgelaufen, ne? Okay. Brücki hat gelitten. 60 Punkte für Brücki. So wie, bei seinem A bis Z. Okay. Mit Lesk und Baso. Oh ja, wir haben Three-Way-Tie. Junge, Lumi ist einfach... Wie hat Lumi immer so viele Punkte? Das raff ich nicht. Ich glaube, das eine Mal war wegen dem Dildo. Ja, aber das gibt ja nur 10. Naja, nächste Runde. Lumi ist einfach krass. Stadt mit N. Nürnberg. Land... Ja, Niederlande ist das Offensichtliche. Nigeria. Dinge, die man auf dem Nachttisch haben sollte. Nachtlicht. Tier mit N. Nilpferd. Teilungsgrund. Keine Ahnung. Synonym für Geschlechtsverkehr. Nageln. Superheldenname. Der normale Normalmann. Klingt nur noch einen geilen Superheldennamen. Superheldennamen müssen immer so zweimal denselben Buchstaben haben, finde ich. Dinge, die in Paaren kommen. Dinge, die in Paaren kommen. Keine Ahnung. Pizzatopping mit N, da nehmen wir... Was nehmen wir denn da? Mozzarella, Käse, Salami, Schinken. Keine Ahnung, Pizzatopping mit N, fällt mir gar nichts ein gerade. Schreibungsgrund.
Nutella-Glas leer gemacht, aber kein neues gekauft. So, jetzt habe ich es gesagt. Dinge, die in Paaren kommen. Nieten und Pizzatopping. Ja, Nutella. Keine Ahnung. Oh, mir ist nichts eingefallen. Das war irgendwie schwerer als gedacht. Ja, übel. Die Nürnberg-Crew. Yeah, Nürnberg! Plus eins yeah. In Nürnberg. Brück hat einfach so ein paar Hater gerade gegen sich. Gib ihm Rot, egal was er reinschreibt. Weil die dumm sind. Hat es auf jeden Fall besser gemacht. Okay, Nordkorea, Nepal, Niederlande, Nigeria und Niederlande. Crazy, dass wir da nichts. Achso, doch Niederlande, aber dass wir da so viele unterschiedliche Sachen haben. Ja. Nein! Nähkissen, Nachtlicht, Nachtlicht, Nasenspray und Nasenspray. Oh nein, Nasenspray-Gang. Scheiße. Hä, abends so am Bett so ein bisschen nähen? Ja, währenddessen ein Kochbuch lesen. Man steht ja auf der keine Ahnung. Ihr seid halt nicht in dem Alter. Aber Toni einfach die Jüngste in der Lobby. Toni wird Abstand die Jüngste hier. Du auch nicht, oder? Ihr seid nicht in dem Alter. Da ist ein Kissen, da kann man sich drauflegen, zählt. Mann, warum? Wir doppeln uns alle die ganze Zeit. Ja. Habt ihr denn beide Nasenbär? Das werden nicht viele Punkte. Ja. Nashorn. Teilungsgrund nicht Nein sagen können. Das fuckt mich echt übel ab, aber zum Glück kann Hunsen das sehr gut. Nörgelt immer nur. Okay. Nie Bescheid sagen, wenn man später nach Hause kommt. Und natürlich Nachbarin gefickt. Oh mein Gott, what the fuck? Ja. Ja, alles klar. Aber das Nutella-Glas leer gemacht, aber kein neues gekauft, ist also, würdest du sagen, eine rote Linie, wenn man dich sonst sehr liebt. Ich find's valide. Ja, ich nicht. Ja, das ist auch, also, ja. Okay, weiter. Ich mach das zum Beispiel in nicht. In unserer Küche stehen drei immer, offene Nutella-Gläser naja, rum. Zwei aber, davon sind fast leer. Naja, egal. Da muss ich jetzt mal zu meiner Verteidigung kommen, weil das ja sonst keiner macht. Ich mach das nicht leer. Ich lasse immer so ein bisschen was drin. Das ist noch schlimmer übrigens. Das ist noch schlimmer. Aber ich kaufe dann auch ein neues. Das ist noch schlimmer. Junge, ja. Nüsse leeren. Ich mach die nachher so warme Milch rein und dann kannst du so einen Kaba trinken. Das ist doch geil. Das gar nicht. Doch, doch. Na, komm, Schnucke, lass mich mal meine Nüsse leeren. Du nimmst echt die guten Nageln auf. Jesus. Nudel, Nudel, Nagel, Nüsse leeren. Jesus Christ. Ja. Oh. Normaler, Normalmann. Hey, gab's nicht mal so Norman Normal? Das war doch so eine Serie auf Super. Ja, da habt das. Und ihr die Hater. Ganze Familie Norman, in der Küche Norman. Ist, als die Mikrowelle explodiert und nur er bleibt in seinem Zimmer und deswegen ist er der Einzige ohne Superkräfte. Oh, true, ja. Wow. Was ist denn das? War das Norman Normal? Ja, genau das war das. Wow. Oh, sogar der Hund hat Superkräfte, nur Norman nicht, weil Norman ist Norman normal. True, aber dann true, war ja du hast gerade so voll eine Erinnerung unlocked für mich. Ja, gerne. Oh. Ja. Das ist immer so krass, wenn man auf TikTok irgendwie so eine Kinderserie sieht, die man früher mal geguckt hat, aber voll vergessen hat. Ja. Ja. Aber bei Encanto ist es ja auch so das ähnliche Prinzip, deswegen. Und sie ist ja auch so die Superheldin des Films. Ja. Der Naschmann. Hey, das bin ich. Naschmann. Hast du gerade meine Identität preisgegeben? Das wissen alle, dass Naschmann in Wirklichkeit ich bin. Dass du es geleakt hast, eigentlich. Scheiße. Hä, wer geht denn alleine nackt baden? Die sind immer mindestens zu zweit. Er sagt dann, oh, heute gehe ich mal nackt baden. Dann nimmst du immer jemanden mit. Aber woher weißt du das denn? Ja, also ich würde sagen, am naheliegendsten ist es, das zu zweit zu machen. Aber müsst ihr wissen. Nebelscheinwerfer und Nüsse. Ich kingshame hier nicht, wenn ihr hier mit 20 Nüsse. Leuten nackt baden wollt, Chat. Ja, wenn mit Nüsse... Ach so, ja, okay, Nuggies gemeint sind. Genau, dann... Mhm. Die man dann leeren muss. Ja. Genau die. Pizza-Topping. Ja, Nudeln ist wieso smart. Wieso nicht Nüsse auf Pizza? Ja. Hey, hört auf, Nutella runter zu voten. Es gibt eine Schokoladenpizza. Ja, die Frage ist, ob die jetzt wirklich existieren muss. Na, aber an sich finde ich Nüsse auch, ehrlich gesagt, fair. Also ich glaube, ja. so Walnuss und so ist tatsächlich ein relativ normales Topping so bei manchen Pizzen. Ja, Hauptsache nicht Diabolo, dann könnte das nicht. Ja. Dann lieber Nüsse und Nutella. Aber das ist. Chat kennt nur so Pizza Salami. Das ist ja wie wenn du sagst Nudeltopping und dann sagst du Aglio Olio. Aglio Olio. Aglio Olio. Aglio und Olio. Aglio Olio. Aglio Olio. Recipe for Aglio Olio. Wenn die Schokopizza existieren will, hat sie jedes Recht dazu. Ja, da gibt es bestimmt auch Konnoisseure für. Und die hat den Brötchen 75 Punkte gemacht. Ich bin letzter. So. Wir haben noch zwei Runden haben wir noch. Sind wir durch. Oh, war ja. Da machen wir ja auch mal Schluss. Bitte ein cooler Buchstabe und nicht so was wie eben. Jetzt kommt X oder Y. Z. So, dann machen wir direkt mit den Istans weiter. Turkmenistan. Und Stadt nehmen wir Tivoli? Ah, Tivoli ist das Ding in Kopenhagen, ne? Oder?
Ach, keine Ahnung. Dinge, die man auf dem Nachttisch haben sollte. Eine Taschenlampe. Ein Tier. Ein Truthahn. Ich muss so Sachen finden, die sonst niemand haben wird. Dann nehme ich hier sogar den Tapir. Haltungsgrund. Tritt sich nicht die Schuhe am Abtreter sauber. Das ist ein Scheidungsgrund, denke ich. Synonyme für Geschlechtsverkehr. Keine Ahnung. Mit T? Null Plan. Oh! Superheldenname? Turbo Tim. Dingy. Titten. Und Thunfisch. Mann, ich konnte. Wer war denn da so schnell? Wer hat denn da so wenig Respekt für die anderen? Tut mir leid. Wirklich? Unglaublich. Was für ein Wichser das sein muss. Hallo, ich bin der Nusslehrer, wenn schon. Ich habe immer gewartet, aber naja, gut, Lumi, dann wissen wir Bescheid. Achso, ich wollte nur meinen Abstand zu dir ausbauen. Tut mir leid, der Rest musste da auch leider drunter leiden. Das ist völlig okay, Lumi. Ich weiß jetzt schon ganz genau, was ihr alle bei Dingen in den Paaren bekommen habt. Ich hatte sogar was anderes davor, dann habe ich gewechselt, weil ich dachte, Tahiti hat doch niemand. Na, danke, du ruinierst meine Punkte. Taschenlampe und Taschenlampen, das muss man leider hier so den hier machen. Oh nein, Christian, ich bin letzter! Ja, bringt nix. Regeln sind nach Regeln. Nach der Runde nicht mehr, war so Trust. Oh, einfach Mann. Zwei Sachen oder so. Tiger. Ja. Tiger, Tiger. Und der Tasmanische Tiger. Weiß ich jetzt nicht. Doch, auf jeden Fall. Ist der Tasmanische Tiger nicht einfach ein Tiger? Müsste der nicht auch einfach mit einem Sternchen versehen sein? Ist er nicht. Na gut. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Tasmanischer Tiger. Den gucke ich mir kurz mal an. Ja, Beutelwolf. Ja. Mann, sieht ganz anders aus. Ich spiele einfach nicht mit. Och, Mann, tut mir leid, Toni. Tut mir leid. Obwohl das dein Buchstabe war. Ja, Titten gezeigt in Öffentlichkeit. Oh mein Gott, das ist ja... Das ist der Scheidungsgrund Nummer 1 auch unter anderem. Total Ausraster. Hey, das war die letzte Sekunde. Aha. Wie frei. Stellt euch mal vor, jedes Mal, wenn euer Partner in die Wohnung geht, dann tritt er sich nicht die Schuhe ab und man hat immer Dreck in der Wohnung. Und dann sagst du so seit 3 Jahren, ey, mach das mal auf. Das ist ja schon zu spät, Christian, du kannst es ja nicht mehr machen. Ach Mann, ja. Ist eine Krankheit, kann man nichts machen. Ja. Warte, was? Tief reingehen. Tango auf Tiger Mann und Tiger Girl. Das Traumduo. Oh yeah. Und dazu kommt noch Turbo Tim. Ja! Die kommen ja, ich hatte eine halbe Sekunde, um das einzugeben. Direkt Turbo Tim irgendwie im Kopf. Boah, ja, imagine einfach so Tor. Tor. So naheliegend. Ja. Scheiße. Tiger Mann, so Tiger Girl. Der Tacko. Ich hatte eine Sekunde Zeit, ja? You tell them. The Tacko. Also ich sehe ihn. Also wenn wir Tiger Mann und Tiger Girl durchlassen, dann ist wahrscheinlich Tekko auch irgendwo. Das stimmt, ja. Du hast meine Titten geklaut, Christian. Naja, was soll ich denn machen? Na, nicht das machen halt. Also bei den Tränen, da kommen ja wohl aus beiden Augen Tränen raus. Aha. Zwei Augen, zwei Tränen. Du verstehst, glaube ich, dass ich was ein Paar zwei ist. Zwei Augen ist gleich zwei Tränen. Ein Paar ist zwei. Bin ich legit. Ich wollte Thunfisch schreiben, ich hätte keine Zeit mehr. Chat tut einfach so, als ob da Thunfisch steht. Lecker Teewurst. Brüchi, noch ein Wort von dir und du schläfst nicht auf dem Boden, du schläfst vor der Tür. Okay. Aber so Teewurst auf einer Pizza? Das ist bestimmt geil, oder? Neben den Nüssen, kann ich mir gut vorstellen, ja. Viele Hunde finden das bestimmt sehr gut. Ja, Brüchi zum Beispiel. Ja. Ja, Toni war nicht unsere Runde. Ich habe nicht beendet übrigens, ne? Lumi sollte die Person auf die Sau. Warum hat denn da eigentlich keiner irgendeinen Anstand? Lumi. Ich bin nicht mehr letzter! Ja, letzte Runde, komm. Ach so, wir machen noch eine. Oh Mann. Ja, wir machen noch dann eine. Kann ich ja wieder Wobei, wir machen noch zwei. Zwei schaffen wir noch. Oh, ist ja noch schlimmer. Stadt, Land, Italien. Hier machen wir einfach Iguana. Und Stadt mache ich. Oh, ich nichts mit I gerade. Das ist Texas oder nicht? Scheidungsgrund. Sind wir für Geschlechtsverkehr? Keine Ahnung. Superheldenname: Intergalaktischer Galaxiemann. Intergalaktischer Superbär. Intergalaktischer Superbär ist eigentlich ein geiler Superheldenname. Ich sollte echt so. Ich hoffe, wenn ich irgendwann nicht mehr streamen will, dann werde ich professioneller Superheldenname-Ausdenker. Dinge, die in Paaren kommen. Keine Ahnung. Italiener. Keine Ahnung, Mann. Pizza-Topping. Ich. Scheidungsgrund: illegaler Waffenhandel. Synonym für Geschlechtsverkehr machen wir. Was gibt's denn bei I? Ich. Fällt mir nichts ein. Pizza-Topping mit I. Darf ich drücken, Toni? Du darfst, Lumi. Aber okay. Nur weil du es bist. Dankeschön. Immer Liebe machen. Keine Ahnung. Oh, ich hab gar nichts. Warum? Ingolstadt! Sehr, Alter. Scheiße! Hätte ich lieber Innsbruck oder so eine Scheiße genommen. Mann. Mm.
Das war schon wieder nicht meine Runde. Ich dachte, Ingolstadt wäre so Safe Bayern-Ding, das nimmt keiner. Ja, Ingolstadt hatte ich auch drin, dann dachte ich mir, jeder wird Ingolstadt haben, hab's dir da rausgemacht. Mann, ich dachte, das wäre so Bayern-Nische. Italien, Island, Indien, Island. Keiner Italien gemacht, krass. Ingwer-Tee. Ja, so abends, schon entspannt. Inhalierer. Wenigstens habe ich bei einem was Gutes hingeschrieben. Ja. Im Notfall ein Messer. Das fing ja mit... Im ist das Startwort, ja. Der Igel. Der Igel. Ja. Was ist ein Iguana? Oh, Iguana? Eine Echse, oder? Ja, so ein Tier. So eine Eidechse oder sowas, ja. Okay. Gab es da nicht sogar mal in der Prime League oder so ein Team, was so Iguana Esports hieß oder so? Ja, doch, genau, ja. Ja. Das hatte doch als Logo auch so ein Iguana. Meine Lieblingshandtasche gekackt. Bro. Nicht okay. Illegaler Waffenhandel, illegale Sachen machen. Incel-Verhalten. Informationen weitergesagt. Egal, einfach schnell weiterdrücken, dann ist alles grün. Gleiches Recht für alle. Geburtstag geleakt, ey. Oh, Lumi. Ich hatte vorher sehr viel frauenfeindlichere Sachen dort stehen und ich bin froh, dass ich dann das genommen habe. Innenanstrich. Was will ich lesen? Mann, ach, ja, ich will auch nicht. Es ist ihr seid ja doch viel schlimmer als ich. Hey, Innenanstrich finde ich richtig gut. Da waren vorher wirklich keine guten so Sinn. Ich hoffe, Innenanstrich. Ja, übel. Es ist aber fairerweise, was Geschlechtsverkehr angeht, alles auf Deutsch ist einfach nicht sexy. Nie. Immer Liebe machen. So. Nie. Immer Liebe machen. Hey! Mann, ihr seid solche Ratten, ganz ehrlich. Ihr wartet immer, bis meins rot ist. Ich hab's nicht mal gesehen. Super fair. Oh Mann, ja. Die Kategorie liebe ich. Man ein Superheld? Ey Leute, ihr habt geschrieben Tigermann, aber ihr habt auch geschrieben Tigergirl. Und jetzt wollt ihr mal einen Investitionsmann. Ja, also Investitionsmann ist doch Quatsch, oder? Das ist doch keine Superkraft. Was ist einfach das denn? Wenn ein Investitionsmann kommt und zu euch ins Stream kommt und sagt, ich werde hier investieren, ist er denn für euch ein Held oder nicht? Nein. Nein. Dann ist er kurbelt den Kapitalismus an, also nein. Ja. Der Kryptomann. Der intergalaktische Superbär. Alles runtergevotet wird gnadenlos. Igelstachel. Wieso kommt Isolationshaft immer in Paaren? Das habe ich einfach hingeschrieben, weil ich nicht fertig war. Und irgendjemand hier mal schnell weitermacht. Da gibt der überhaupt keinen Sinn. Hey. Was ist denn? Also, Italiener kommen vielleicht immer zu. Also, weiß ich. Ja, also auch Quatsch. Ne? Was ist denn ein Essen mit E, was man auf eine Pizza machen kann? Bruder, da steht einfach Ingwer. Hä, man kann doch Ingwer drauf machen auf so einer. Ja, übel lecker. Hey, ich hatte mal Ingwer. Yum. Ingwer-Pizza. Ist auch Ingwer drauf, du Hater. Meine Ingwer-Pizza. Bist du ja. Sauer, nee, da muss ich Brügge verteidigen. Also, haben will. Dann guten denk Hunger. Mal drüber nach, wie viele Pizzerias müsstet ihr gehen, um Ingwer auf der Karte. Jetzt ist eh schon vorbei. Also, dass ihr da weitermacht bei Ingwer, ist illegal. Die Nutella-Pizza hat Ingwer drauf! Welche? Die Nutella-Pizza hat kein Ingwer drauf, du lügst doch. Die Teriyaki-Pizza! Nein, die Teriyaki-Pizza. Mit Walnüssen, das ist natürlich klar. Mann, ey. Da kriegt Lumi jetzt einfach 95 Punkte für. Boah, das ist schon schmackhaft, ja. Ich jetzt voll Bock auf Nüsse. Eine Runde haben wir. Ja, Lumi ist vielleicht ein bisschen... Vielleicht kann jemand bei Lumi kurz DDoSen oder so. Hey! Boah, hallo, lieber Twitch-Mitarbeiter, das war ein Witz. Das war wirklich ein Witz, ja. Aber jetzt so ein paar Erdnüsse wäre schon geil, ne? Auf einer Pizza? Jetzt aber auch, einmal. Auf einer Pizza. Ja. Okay. Machen wir noch eine? Ja, letzte Runde. Okay. Ah, da sind doch die Boobs. Ah, wir hatten B schon mal, ne? Brüssel, Land, Beirut. Dinge, die man auf dem Nachttisch haben sollte. Eine Brille. Tier... Eine Biene, Scheidungsgrund, Backpfeife kassiert. Synonym für Geschlechtsverkehr. Wo sind? Superheldenname, der bombastische Bombenleger. Dinge, die in Paaren kommen, Brillengläser, Pizzatopping, Bierschinken. Diesmal hab ich geklickt. Ah! Ich wollte euch auch mal Stress machen. Bin mir nicht mehr sicher, ob Beirut überhaupt ein Land ist. Ja, zweimal geht das nicht auch mit Berlin, Leute. Brüssel, Basel, Bochum. British Columbia. Ja, das mein Chef hat mich angelogen, als wir letztes Mal B hatten. Super, oh danke für nichts, Chat. Let's try again. Mir ist nur Britannien vom letzten Mal eingefallen, dann war ich so, hä, was? Naja. British Columbia ist so ein Teil von Kanada, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Das sein? Dinge, klingt die man halt wie so eine Nachttisch. Kolonie. Brille, Also es haben sehr viele Leute Parfüm auf dem Nachttisch. Ich auch. Echt? Welches hast du? Dann vorm Schlafen. Warum? Ein Boss-Parfüm. Ja, damit man halt direkt am frühen Morgen gut riecht und es nicht vergisst. Weil sie ein Girlboss ist. Na gut, war ein Versuch wert. Tier, Scheiße, Biber. Scheiße, schreibt man nicht mit IE. Ups. Ja, Elefant, Biber. Ich dachte gerade... Nice try, aber... Ja, ich dachte, das fällt vielleicht nicht auf, aber naja. In meinem aber Kopf es ist aufgefallen. In meinem Kopf sieht Biber mit IE voll richtig aus. Biber ohne IE sieht voll... Ja, wegen Justin Biber. Ja. Ah,
an Sternchen, so aber egal. Ah, ja, Duplikat. James Bond beim Bitches Fremdgehen erwischt. Jesus Christ. Das ist mir auch unangenehm, keine Sorge. Dass ihr Backpfeife kassiert rot macht. Als ob häusliche Gewalt kein Scheidungsgrund ist. Das erklärt ihr mir jetzt bitte. Aber da steht ja kassiert. Ja, ich habe eine Backpfeife kassiert von meinem Partner. Das ist für mich ein Scheidungsgrund. Ja, finde ich aber auch. Häusliche Gewalt ist nicht zum Spaßen. Braucht ewig zum Fertigmachen und Verspäten und ist deshalb permanent. Ja, check ich. Kann jemand das mal vorlesen? Nee, Bumsen, Brettern, Bumsen, Backen, Boah, Brötchen streichen wäre auch noch gut gewesen. Naja, nächstes Mal. Benny Bär, Batman, das ist einer, der sich in einen Bär verwandeln kann. Wie literarer Sachverständiger in Sachen sind so, sind so zweimal gleich einfach ins Oh mein Gott, ich bin die Einzige, die an Batman gedacht hat. Ich bin einfach eine Legende. Benny Bär. Vielen Dank an mich selbst. Ich finde einfach selber immer irgendwas. Alter Begatten. Ja, same. Ist das kein Superheld für euch? Ihr habt ganz komisch Superheld. Literale Sachverständige in Sachen Synonyme für Geschlechtsverkehr. Ja, weiß jetzt nicht, warum Chat das so rot gemacht hat. Ich auch nicht. Boots, Brüste, Brillengläser und Boobs. Na gut. Ja. Und du das sagst. Das stimmt. Ja, was passt doch, oder? Naja, Brüste und Boobs wäre halt theoretisch dasselbe gewesen, aber. Ja. Ja, aber trotzdem halt nicht so dasselbe Wort, ne? Deswegen. Denke ich nicht, dass also du ein Oh mein Gott, der Bär! Der Bär wäre ja auch ein Tier gewesen! Oh mein Gott! Wie konnten wir denn nicht auf Bär kommen? Ich hatte Bär, aber ich dachte, ihr schreibt halt alle Bär, deswegen habe ich Biber geschrieben. Ich habe sofort den Biber genommen und dachte dann so, ja komm, ich nehme später was anderes. Was ist denn Bierschinken? Frage? Bierschinken ist einfach ein Schinken halt. Ja, das ist so eine Sorte. Bärlauch. Basilikum ist natürlich... Boah, wow, Basilikum ist Banger. Alter, ich bin ein Basilikum-Esser. Ja, nicht Brückis Runde. Da hätte auch Brück hier auf dem Pizza-Topping. Ich bin nicht mehr Letzter. Alter, voll auf. Ja, letzte Runde durch. Junge, Lumi überrundet uns einfach fast. Ja, Lumi hat irgendwie gerade alleine die Krone auf gerade. Ich freue mich, dass Chat mal nicht alles vom Rot gemacht hat. Es ist 100 Punkte vor Linda. Zweiter Platz. Linda 5 von mir, ich bin 15 vor Brücki und Brücki ist 25 für Toni. Ja, wir waren alle relativ nah aneinander, würde ich sagen. Aber Lumi war halt nicht so nah. Nee, ich war Zweiter. Ja. Ja, du bist ja trotzdem nur 5 Punkte vor mir. Okay. Wenn du meinst. Nächstes Mal bin ich nicht Letzter. Ja. Ich fand das hat viel Spaß gemacht. Das war lustig.